Fünf Schritte zur Metta Tonglen Meditation. Motivation entwickeln, in dieser Sitzung Mitgefühl zu üben. Dann sein eigenes Thema finden. Erst einmal eine Weile in Stille sitzen, um so etwas wie Körperachtsamkeit zu kultivieren, dann den Geist in eine wache Präsenz zu versetzen, in einen offenen, natürlichen Zustand. Dann aus diesem offenen, natürlichen Zustand heraus die Metta-Praxis, Bodhicitta, entfalten, den Herzgeist, der auf Mitgefühl ausgerichtet ist. Und dann wieder das eigene Thema erinnern und sich diesem zuwenden und dann sagen, jetzt werde ich eine Weile dafür Tonglen üben, das Annehmen des Leids und das Hervorbringen und zur Verfügung stellen von wacher Präsenz und Mitgefühl und das Ausatmen wieder und wieder für das Leid, das ich gerade anschaue, in mir, bei anderen oder in der Welt. Und zum Schluss alles auflösen und danach in einer Widmung des Guten, des Positiven verweilen noch einen Moment, diese auch artikulieren in einer Rezitation zum Wohl aller Wesen mit dem Wunsch, dass die Praxis auch über die Sitzung hinaus Mitgefühl generiert. Wir erkennen die Kostbarkeit dieser Meditationssitzung. Jetzt haben wir die Gelegenheit, unsere Achtsamkeit wachzurufen, um wache Präsenz, Metta, Herzenswärme und Mitgefühl mit der Tonglen-Meditation zu kultivieren. Dabei wollen wir so geistesgegenwärtig wie nur möglich sein, um hier und jetzt eine wache und freundliche Präsenz zu kultivieren, die es uns ermöglicht, mit uns und anderen achtsamer und mitfühlender sein zu können. Diese Meditationszeit ist die Gelegenheit, den eigenen Geist zu klären und ihn von gewohnheitsmäßigen Tendenzen und festgehaltenen Vorstellungen zu reinigen, durch das Hervorbringen einer gelassenen und ruhigen Präsenz, der Bereitschaft, Leidvolles in uns und bei anderen wahrzunehmen, zu besänftigen, anzuerkennen und die Kräfte der Herzenswärme und des Mitgefühls zu wecken, möge sich der Nutzen dieser Übung entfalten. Bis zum Erwachen nehme ich Zuflucht zu Buddha, Dharma und Sangha durch die Praxis von Großzügigkeit und der anderen Paramita, möge ich zum Wohl aller Lebewesen das Erwachen finden. Nochmal in sich reinspüren und nach dem Anliegen, dem Thema fragen, suchen und sich dann entscheiden, wenn es an der Stelle der Meditation schon möglich ist oder sinnvoll ist, für was wir in dieser Sitzung Präsenz, Achtsamkeit, Metta und Mitgefühl kultivieren möchten. Wir dürfen dabei durchaus realistisch bleiben und uns sagen, Mitgefühl entsteht vielleicht erst im Kontakt mit Leid, wenn wir direkt damit konfrontiert sind oder sehr betroffen und berührt sind. Aber jetzt möchte ich die geistige oder auch emotionale Grundlage dafür in mir schaffen, dass dann, wenn eine solche Situation auftritt, auch Mitgefühl und vor allem auch die Kräfte für Mitgefühl vorhanden sein können.
sitzen wir etwa 10 Minuten in Stille, um erst einmal ganz anzukommen im Körper, mit dem Atem, in der eigenen Mitte. Dies als Vorbereitung auf unsere Mitgefühlsmeditation, bis wir merken, wir sind jetzt gut da, recht wach und präsent, aber auch ganz natürlich und etwas entspannter. 10 Minuten in Stille. Prüfen wir bitte nach, ob wir immer noch im Begriff sind, wache Präsenz, als Vorbereitung auf die Mitgefühlspraxis zu entfalten oder ob wir in sehr selbstbezogenen Tagträumen versunken sind.
Um zu lieben, gilt es ganz da zu sein, erinnert uns Thich Nhat Hanh und andere immer wieder. Nur aus einer wachen Geistesgegenwart heraus können sich Liebe und Mitgefühl entfalten. Nicht aus ich-bezogener Selbstverliebtheit oder auch Ängsten und Sorgen um das eigene.
Der Übergang zur Metta-Meditationsphase, dem dritten Schritt aus der Präsenz heraus, die Herzensgüte oder irgendeine Art von Ausrichtung auf diese hervorbringen. Vielleicht ein bisschen wie wenn sich jetzt die Wolken in unserem Geist etwas verzogen hätten, etwas mehr Klarheit aufgetreten wäre. Und jetzt geht so die Morgensonne in unserem Geist auf oder in unserem Herzen. Wenn wir Metta üben, dürfen wir immer uns eine Zunahme von Wärme und auch inneren Qualitäten wie Wohlwollen, gute Wünsche entfalten, vorstellen oder vornehmen. Dies ist immer noch Teil der Vorbereitung auf Tonglen, denn wir benötigen diese Zutaten, um Tonglen zu üben. Präsenz, Offenheit, Natürlichkeit, durchaus geerdet sein, im eigenen Körper verankert sein, das eigene gut wahrnehmen und pflegen. Aber jetzt benötigen wir etwas, was wir auch geben, was wir anbieten können, an Zuwendung, an Freundlichkeit, an Wohlwollen. Und Mitgefühl ist manchmal auch noch mehr. Aber Metta ist zunächst diese Ausrichtung auf das Freundliche, Liebevolle, der Wunsch zu helfen, zu heilen. Bitte erinnere sich jeder, jede einer Herzenskraftquelle, die uns helfen kann, von der wir schon wissen, dass sie uns zur Verfügung steht, um diese Güte in uns wachzurufen. Wahrscheinlich kennen wir unterschiedliche Zugänge zur Metta oder auch Mahayana-Ausdruck Bodhicitta-Entwicklung, Visualisationen von Buddha-Aspekten oder einem besonderen Aspekt, den wir sehr mögen, von dem wir den Eindruck haben, der passt zu mir oder der ist mir ganz wichtig, oder ein Bild, nur ein Symbol, das uns sehr inspiriert, die Freundlichkeit, die Güte zu wecken. Oder wir mögen einen oder mehrere der Metta-Wunschsätze oder spüren jetzt, hören jetzt, wie unser Herz einen solchen Wunsch bildet. Oder wir erinnern uns an eine sehr gütige Person, eine Situation, in der wir selber Freundlichkeit und Güte und vielleicht Mitgefühl erfahren haben. Und das bringt uns nun in die Lage, es auch in uns zu wissen und in uns mehren und zum Ausdruck bringen zu wollen, zu können. So, jetzt wieder etwa 8, 9 Minuten in Stille. Auf Hand aufs Herz legen.
Wenn wir Metta üben oder Bodhicitta entfalten, dürfen wir uns, und das dürfen wir etwas machen, dann nicht nur darauf warten, vorstellen oder vielleicht auch so erleben, dass sich etwas steigert oder zunimmt. Wenn wir uns eine Wärme- und Lichtausstrahlung vorstellen, dann wird es immer wärmer oder heller. Das strahlt aus, dorthin, wo es benötigt wird, in uns oder zu anderen hin. Vielleicht fragen wir uns, wie soll das denn heller und wärmer werden? Ja, also wenn wir zum Beispiel etwas sehen im eigenen Herzen, was Licht und Wärme ausstrahlt, dann dürfen wir uns vorstellen, diese Wärme, dieses Licht nimmt zu. Wenn wir Auto fahren, können wir auch Gas geben. Ja, wir können das. Wir können das Gaspedal treten und wir wissen, dann fährt das Auto schneller. Oder wir können einen Arm langsam heben oder irgendwie schauen, dass er sich so hebt, dass er irgendwo hingelangt, etwas ergreifen kann und so weiter. Wir können eine Zunahme uns durchaus vorstellen und sie auch geschehen lassen. Vielleicht kommen wir damit einfach nur einer Abnahme von Wärme und Licht in uns zuvor. Denn wenn wir in einen Zustand von Niedergeschlagenheit oder wiederum Selbstbezogenheit hineingeraten, dann geht das immer damit einher, dass es irgendwie in uns trüber wird, dunkler, dass wir uns schlechter fühlen. Dem kommen wir vielleicht zuvor, wenn wir diese Vermehrung von Metta und Bodhicitta in uns kultivieren, üben. Lassen wir den Kopf nicht hängen, richten wir uns auf, lassen unser Herz strahlen. Jetzt kommen wir zur eigentlichen Tonglen-Meditation, der Meditation des Aussendens und Annehmens, des Aussendens von Liebe, Metta, Bodhicitta und des Annehmens von schwierigem, unerwünschtem, leidvollem in uns oder bei anderen, einzelnen, mehreren, vielen in der ganzen Welt.
Erinnern wir uns an unser eigenes Thema oder Anliegen, wenn wir es zu Anfang der Sitzung schon ausgesucht oder gespürt, entdeckt haben? Oder lassen wir jetzt ein Thema entstehen, nachdem wir uns so vorbereitet haben auf diese 10 Minuten Tonglen? Jetzt haben wir eigentlich alles in uns versammelt, was wir benötigen, um Tonglen zu üben. Die Motivation, die Selbstwahrnehmung durchaus, aber dann auch die Offenheit, die wache Präsenz, die Herzensgüte. Jetzt haben wir was zu bieten und können es vielleicht auch dann eher ertragen, das Leidvolle an uns heranzulassen oder zu sehen, dass es schon längst da ist oder vielleicht für andere wichtig ist, für andere schlimm ist. Und dann sitzen wir sehr wach und klar, wenn es geht. Und es ist, als würden wir unser Anliegen, worauf wir jetzt das Mitgefühl kultivieren üben, sehr direkt und klar anschauen. Als wäre es direkt vor uns oder in uns sichtbar. Wir schauen dahin mit all den Qualitäten, die wir jetzt in uns geweckt haben. Mit einer gewissen Tapferkeit, aber eben auch ganz sanftmütig und nicht militant. Dann geht die Achtsamkeit auf die natürliche Atembewegung. Wir atmen ruhig und gelassen ein und aus. Gar nicht mal so, dass wir die Atmung verändern oder auf besondere Weise führen. Vielleicht nur so, dass wir sie als Ganze erleben oder bemerken können und sie eben auch ganz nutzen können, den ganzen Einatmen, den ganzen Ausatmen. Dann fassen wir etwas Mut, Herzensmut und atmen das Schwierige, das Unerwünschte, das Leidvolle, um das es gehen mag, ein. In die Nähe unseres Metta-Herzens. Das Metta-Herz wird dadurch wiederum angeregt, es nimmt wiederum zu in seiner Wärme, in seiner Ausstrahlung und das atmen wir aus. Atemzug für Atemzug oder zumindest immer wieder bei einem ganzen Atemzug. Vielleicht brauchen wir Zwischenatmungen und dann nehmen wir wieder einen Tonglen-Atemzug. Falls wir etwas Bedrückendes dabei erleben, besonders bei der Vorstellung des annehmenden Einatmens, atmen wir vielleicht doch ein wenig tiefer und irgendwie durch diese Widerstände hindurch, bis sich das freier und leichter anfühlt. Und wenn wir unser Anliegen einmal geortet haben, also dem vielleicht einen Ort gegeben haben, aber auch die Ausrichtung darauf klarer geworden ist, dann brauchen wir nicht mehr so viel darüber nachzudenken, worum es geht. Dann atmen wir einfach
Tonglen-artig ein und aus. Vielleicht mit der Vorstellung, Dunkles, Schweres einzuatmen und Helles, Leuchtendes, Erleichterndes auszuatmen. 5 Minuten in Stille.
Wenn es geht, nehmen wir noch einmal einige sehr bewusste Tonglen-Atemzüge und betonen dabei jetzt wirklich mehr auch die Ausatmung wiederum, das, was wir als Liebe, als Mitgefühl ausdrücken, aussenden möchten, vielleicht auch schon über diese Meditationssitzung hinaus. Vielleicht wünschen wir uns wirklich diese Qualität von Mitgefühl hier jetzt zu gewinnen, hier sie verstärkt zu haben und dann später im Kontakt mit Menschen oder mit irgendwelchen Lebenssituationen oder auch in Bezug auf das eigene, wenn wir selbst Mitgefühl geübt haben, zum Ausdruck bringen zu können. Eigentlich benötigt Mitgefühl Handlung. Wir können nicht nur im Geist Mitgefühl haben. Es braucht eigentlich des Ausdrucks durch Sprache, durch Berührung, durch Handlungen. Jetzt dürfen wir alles, was wir in unserer Meditation visualisiert oder auch erfahren haben, zu einem guten Abschluss bringen. Nochmal nachschauen, wie es uns selber jetzt am Ende dieses Übungsvorgangs geht. Haben wir unser eigenes Anliegen gut versorgt? Haben wir den Eindruck, eine mitfühlendere Beziehung zu anderen herstellen zu können? Wenn wir nicht ganz sicher sind, es kann sein, dass die Früchte der Praxis sich erst nach der Meditationssitzung zeigen. Und es geht ja in keiner Weise um irgendeine Perfektion, sondern nur darum, dass wir etwas in uns gewonnen haben oder geklärt haben. Vielleicht in Widerständen und Gegenspielern des Mitgefühls in uns begegnet sind und sie doch etwas gezähmt haben. Ja, dann, wenn wir jetzt noch Zeit hätten, vielleicht habt ihr ja Zeit nach dem Ende der Sitzung, könnte man noch etwas einfach in Stille verweilen. Aber unsere gemeinsame Zeit ist jetzt gleich zu Ende. Und wir hören noch drei Töne von der Klangschale. Und lesen eine Widmung und gute Wünsche am Ende. Wir widmen unsere Bemühungen, unsere Übung in Achtsamkeit, wacher Präsenz, Herzenswärme und Mitgefühl, dem Wohlergehen aller Lebewesen. Möge diese Praxis uns befähigen, für andere da zu sein, mit dem Herzen ganz anwesend zu sein und mit uns selbst und anderen Freundschaft schließen zu können. Mögen wir so unsere Verbundenheit mit allen Lebewesen erkennen, wertschätzen und zu einem Mitgefühl ausstrahlenden Wesen werden. Mögen wir dazu beitragen, die Unruhe, Nöte und Ängste, die geistigen und körperlichen Leiden, die wir selbst und andere erfahren, durch unsere Achtsamkeit und Anwesenheit zu lindern und zu überwinden.